Willkommen zu Let's Play Star Fox Adventures! Nachdem wir Star Fox 1, 2 und 64, aka Lighted Wars, in der Let's Test-Rubrik hatten, let's playen wir Star Fox Adventures und damit den bekanntesten und womöglich sogar besten Star Fox-Teil überhaupt. Ironischerweise, denn eigentlich ist das hier überhaupt kein Star Fox-Spiel, es spielt sich eher wie ein Zelda-Titel. Und das aus gutem Grund. Entwickelt wird das Ganze von Rare und die hatten dieses Spiel jahrelang unter dem Titel Dinosaur Planet für das Nintendo 64 in Entwicklung. Und die Entwicklung war schon ziemlich weit vorangeschritten und der Nintendo GameCube ist erschienen und Shigeru Miyamoto kam auf die brillante Idee, den Jungs von Rare zu sagen oder sie nicht sogar zu zwingen, das Star Fox Franchise mit einzubauen. Die eigentlichen Helden, Saber und Crystal, wurden ja ersetzt, also Crystal ist immer noch dabei, aber der Hauptheld, Saber oder Sabre, wie er hieß, wurde durch Star Fox ersetzt. Der gute Fox McCloud. Es hat positive Aspekte und negative, aber das werden wir nochmal detailreicher uns damit befassen. Also ich habe auch bis 2013 dieses Poster hinter meiner Zimmertür gehabt und hier seht ihr auch die ganze Zeit ein paar Ausschnitte von Dinosaur Planet, wie es für das Nintendo 64 in Entwicklung war. Wer dieses Spiel kennt, der weiß ganz genau, dass ja, die Level sind dieselben, die ganzen Geschehnisse, die Leute, es wurde einfach nur das Star Fox Franchise eingebaut. Aber da gehen wir nochmal näher drauf ein bei Zeit, denn ich will ja nicht allzu lange jetzt mit euch das Ohr abkauen, sondern ja, euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Ganz kurz durchs Optionsmenü, das ist die Star Fox Crew, der gute Rob. Und dann haben wir hier Slippy an der Jukebox. Hey, nicht treten. Und wichtig ist, dass ihr bei Peppy wieder auf Breitbild einstellt. Also so ist es normal. Jetzt ist es bei euch in die Breite gezogen. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr einen 16:9 Fernseher gehabt habt, genauso wie bei Donkey Kong 64, dann habt ihr das so einstellen können. Und ja, so ist es jetzt normal für euch und so ist es jetzt zu weit breit gezogen, weil das auf dem 4:3 Fernseher wäre. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Natürlich so. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir beginnen mit Crystal, einem neuen Charakter. Ich habe jetzt hier zwei Testspielstände. Und dann können wir auch schon beginnen mit dieser großartigen Story, einem Spiel, das ihr gesehen haben solltet. Ja, und alles weitere dann. Und wir beginnen erstmal mit dem Opening, dem Intro. Also, nichts wie los. Auf der Suche nach der Wahrheit über den Tod ihrer Eltern reist ein Mädchen namens Crystal durch die unendlichen Weiten des Alls. In einem abgelegenen Teil des Lilith Systems erreicht sie plötzlich einen Hilferuf, der von einer Welt stammt mit dem Namen Dinosaur Planet. Von Natur aus gutherzig beschließt Crystal, der Sache nachzugehen. Ja, was ist das für eine mysteriöse Galeone? Und was ist das für eine Sprache? Nein, das ist kein Japanisch oder dergleichen. Das war einfach nur eine Fantasiesprache. Die werden wir noch öfter hören. Jetzt werde ich erstmal hier das Schiff attackieren. Diese feuerspuckenden Dinger, die mich angreifen. Aber ihr könnt hier nicht verlieren. Ihr habt unendlich Energie. Das ist nicht möglich. Darf ich erwähnen, dass dieser Titel selbst für das Jahr 2002 einfach bombastisch aussah und auch heute noch sehenswert ist, also wirklich. Da sieht man mal, dass der grafische Unterschied von damals bis heute jetzt nicht so wahnsinnig gestiegen ist. Also wer schon aus GameCube und Co. alles rausholen konnte, ja, das könnte auch locker ein View-Titel sein. Jetzt nicht ohne die View schwälern zu wollen, es sieht einfach grandios aus, das Spiel. Ihr werdet es noch merken.
Und eigentlich eine gute Entscheidung, weil auf dem N64 sah das die Grafik natürlich nicht so aus. An Bord des mysteriösen fliegenden Schiffes. Das Abenteuer beginnt. Verwendet den Control-Stick, um Crystal auf der Galeone zu bewegen. Drücke L, um die Kamera hinter Crystal zu positionieren. Hör genau hin, hier ist noch jemand. Suche nach der Stimme. Aber ganz kurz, während wir hier die wunderbaren Licht- und Regeneffekte genießen. Ja wirklich, am Anfang, ihr habt es eben gehört, wird erklärt, sie ist auf der Suche wegen dem Tod ihrer Eltern und so weiter und so fort. Und das eigentliche Spiel Dinosaur Planet sollte ja aufklären, um was es geht. Und das wurde in Star Fox Adventures schlichtweg vergessen. Also man zieht die Story auf um Crystal und am Ende wird einfach nichts erklärt. Das ist ein bisschen schade. Erscheint A, dann betrachtet die Anzeige rechts oben. Dort wird erklärt, welche Aktion A im Moment anbietet. Und zwar ansprechen, den kleinen Vogel hier im Käfig. Wenn du A drückst, können wir miteinander sprechen. Sobald A erscheint, überprüfe die Anzeige rechts oben, in der erklärt wird, welche Aktion zur Verfügung steht. Wie von Geisterhand öffnet sich diese Tür, weil wir mit dem Vogel geredet haben. So, hier ist nicht mehr so regnerisch, eher eine warme Atmosphäre. Sehr schön. Ein Schlüssel aufnehmen. Da freut sie sich ein Ast aus dem Bauch. Ein Palastschlüssel vom Krazoa-Palast. Nimmst du ein Item auf, erscheint es im C-Inventar. Bewege den C-Stick in eine beliebige Richtung, um es aufzurufen. Drücke dann den C-Stick nach links oder rechts, um die Spalten zu wechseln. Jede Spalte enthält jeweils unterschiedliche Itemtypen. Ja, um das zu demonstrieren, der Schlüssel befindet sich hier. Den können wir hier nicht benutzen, der ist für den Crossover-Palast. Weitere Informationen hier. Gerade nochmal zurück zum Vogel. General Scales, Hiko, Kohud, Otaskuki, if Dinosaur Planet. Ut Niokraju, ui Kimu Nekt. Am Deck Kutsuho Kevorik Oi. Am Edko Kutsuho Rosvejo Evu Tashkov Suk. Utashkov Suk? Kiash Niko Kuduk, Ash Atashkov. Keo Cloudrun a Kekt Moyorik Oi. Kio Ola, General. Moak. Aum der Gulak. Ahiko ilo kio, mudu tadijui kiaro. Kiok. Aj nio amit hiko kutsaj kudok nakivu. Iki anajo. Kio vik ognuj kokeva wik awok mo. Ue tu oki se kodwo mo? Kia Judge Dekelu! Edu Sutavuk! General Scales! Rotzesb, General! Moro Dokemo! Kia Judge Dekelu! Hoshvat Keo Yezo Eve Keo Tashkov Shaduk! Nito abgeash as neo keo tashkuf shoduk ash semat vem. Kiagech keo krasoa palace. Avuwe, we are tato. Rolo ho suvi. Kiaka keo, tashwich mek joshut kuso. Da wären wir also. Du hast den Crossover-Palast erreicht. Willst du dein Spiel sichern, dann stecke eine Memory Card in Steckplatz A. Drücke Start, um das Spiel zu pausieren.
und das Speichern beenden Menü aufzurufen. Wähle eine der Optionen an, indem du den Control-Stick betätigst und drücke A zur Bestätigung. Du kannst dein Spiel jederzeit sichern. Klar, das geht hier, da haben wir später auch noch mehr Menüpunkte. Das ist ein Benzinfassgenerator. General Scales hat ihn zurückgelassen. Er brauchte das Benzin für seine Schorbklau-Armee. Sobald du ein Fass verwendet hast, wird dort sofort ein neues generiert. Also die Schorbklaus, das sind diese Eidechsen-ähnlichen, ja, Dinos. Das sind die Schorbklaus, ganz einfach. Und das hier sind Earthwalker, so nennen sich diese Dinos. Der Earthwalker-König schickte uns, den Palast zu schützen. Du bist hier nicht sicher. Wenn es gefährlich wird, dann drücke X, um schnell wegzurollen. Duper Roll! So, hier ist ein Schloss. Wenn C angezeigt wird, kannst du ein Item des C-Inventars einsetzen. Bewege C-Stick in eine beliebige Richtung und die passende Spalte wird automatisch geöffnet. Drücke A, um das Item zu verwenden. Also es wird gleich das geöffnet, was wir brauchen. Und zwar den Schlüssel. Sehr gut, dass wir den gefunden haben zuvor. Hier ist ein kleines Benzinfass versteckt. Und um weiterzukommen... Autsch! Nervige Gegner stehen voll im Weg rum. So, und jetzt wird das Benzinfass immer hier neu regeneriert. Es respawnt. Und nur so kommen an diesen Kisten vorbei. Jetzt freut sich Crystal erstmal über diese Früchte. Leckere Puck-Puck-Eier. Eine Schorbklau-Delikatesse. Keine Angst, es sind keine Dinosaurier-Eier. Es sind Eier der großen Puck-Puck-Vögel. Die Schorbklau halten diese Vögel nur wegen dieser Eier. Iss ein Ei und du wirst dich wieder fit fühlen. Ja, die regenerieren so ein bisschen Energie. Die Energieleiste sehen wir oben rechts. Jedes Herz hat nochmal 4 Einheiten. Achso, ich nehme gleich schon mal das nächste Fass mit, denn ich weiß, dass ich das brauche. Ah, der Regen sieht wirklich nice aus. Ach komm, du möchte gern Metroid, verschwinde. Was das für Gestalten sind, keine Ahnung. Ja, der gute General Scales. Leider ist auch seine Linie in der Story der Überarbeitung von Dinosaur Planet zu Star Fox Adventures eine... Ja, er hat ein anderes Schicksal, sagen wir es mal so. Aber ich will da nichts vorwegnehmen. Du solltest diesen Ort verlassen. Scales brachte großes Unheil über diesen Palast. Schau vorsichtig in die Ecken und laufe seitwärts. Halte dazu L gedrückt und bewege den Control-Stick. Ja. Kann man auch machen. Aber braucht man nicht. So, in solchen Holzkisten, wie man es möchte, finden wir noch weitere Puck-Puck-Eier. Oder anderes. Und der Crossover-Palast ist nicht wirklich groß. Es dauert nicht lang, dann wird Fox das Ruder übernehmen, deswegen nur Geduld. Der Anfang mit Crystal ist nur eine Kleinigkeit. Hier ist noch ein Fass, jetzt bloß nicht dem Earthwalker wehtun, aber ich werde es wahrscheinlich. Wenigstens eine Kiste ist kaputt gegangen. Das müsste eine Ananus sein. Du hast eine Ananus gefunden. Eine deliziöse Frucht, die auf Dinosaur Planet wächst. Man findet sie auf den Körben und Kisten der Schorbklau. Oder sie hängen auch am Ananusbaum. Manchmal lassen selbst Bösewichter welche fallen. Übelst nice. Und ich nehme erneut wieder das Benzinfass in weiser Voraussicht mit. Wir kennen den Anfang einfach nur ziemlich gut. So, schnell, schnell, schnell. Wunderschönes Feuer für 2002 und die Lichteffekte und alles. Also wirklich, für damals war es eine Wucht. Es gab zwar schon Resident Evil, aber das waren ja quasi Standbilder und ja, eigentlich für damals die beste Grafik, die man gesehen hat. Auch hier ganz der Boden, also 2002, ich meine nur mal, 2001 hat man noch Banjo-Tooie, die guten Rare-Entwickler. Das war schon ein ganz schöner Quantensprung. Das ist ein typisches Zelda-Rätsel, oder? Ja, solange man hier irgendetwas drauf hat, bleibt die Tür offen, also stellen wir etwas drauf. Nun zu diesem Earthwalker. Der Märchenonkel. Keo Krasoa. Dut Uwe Kutsok. Keo Uho Dutwo. Nus ak Uwe Keo Grot Keo Taschkuf Shaduk. Niot no noho Ukasbat. Ashotukat Fo Kutsok. No, no, who? Mucha shot. Oh. Rekneok noho uwe tedwo kutsoho. Keo King Earthwalker shot its game.
Pekas Kiesh Shushat Fusuzo Kutsimo Eve Keo Krizoa. Keo Krizoa Oho Fuso Fahaks. Fenovic Rodu Keo Redo Kevoke Okudak. Naki Keo Fahaks Ekudak Ash 2. Ach Kutso Jimokert Atsute. Moak et ko kio fiho if kutsuk sut kubo ke okashk ut ko keo krisoa shrine et so achatu sef kuko kip pahaks kosh ut unuak ue honut av ue chisut kiot hokit ke mo Am Deck, Widwo, Utun Kotso. Na, also noch muss man nicht alles auf Anhieb verstehen. Es ist ja so, wenn der gute Fox McCloud ins Geschehen eintrifft, dann muss er auch nochmal alles neu verstehen. Und dies ist ein Warpfeld zum Crossover Schrein. Stell dich in die Mitte und drücke A, um in den Schrein zu gelangen. Also vom Crossover Palast in den Crossover Schrein. So soll's sein. Beam me up, Scotty. Und Crystal muss jetzt eine kleine, wirklich sehr kleine Mission erfüllen. Denn wir werden mehrmals, ich glaube 6-mal, in diesen Crossover Schrein gelangen. Im weiteren Verlauf des Spiels. Dies ist der Eingang zu einem Crossover Schrein. In ihm verbirgt sich ein Crossover Geist. Man versteckt die Geister, denn ihre Macht ist groß. So groß, dass sie in falschen Händen katastrophal wäre. Doch in den richtigen Händen kann sie Frieden bringen. Es gilt, 6 Geister in den Crossover Palast zurückzubringen. Finde den Geist, der sich in diesem Schrein aufhält. Bestehst du den Test, so wird er dein sein. Ja, aber der allererste Test. Also es gibt den Weg zum Geist und dann gibt es noch die Prüfung, die der Geist aufgibt. Und das ist nicht wirklich schwer. Nein, 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 nein. Also der erste. Die anderen, ja, mal mehr, mal weniger. Wird auf jeden Fall noch interessant. Aber wie gesagt, wir erleben das Abenteuer eigentlich nur aus der Perspektive von Fox. Schon in Part 2 dürfte sich alles aus Crystals Sichtweise erledigt haben. So, das bedeutet immer, dass hier Gegner sind. Und ihr seht auch, wie viele. Einer. Also da kreist ein so ein kleines, ja, Wölkchen umher. Das heißt, hier gibt es einen Gegner. Hey, das hat gezählt. Nicht so ganz getroffen, aber der Radius hat ihn erwischt und damit geht die Tür auf. So. Und auch hier müssen wir schnell sein, ehe sich das Tor wieder schließt. Bloß nicht überbeeilen. Da vorne ist er schon, der Crossover. Vielleicht hätte ich mich doch ein bisschen beeilen sollen. Ja, man kann auch am Rand gehen. Zählt? Nee, hat nicht gezählt. Eine Barrel Roll ist nicht immer die Antwort auf alle Fragen. Das habe ich ja super angestellt. Hauptsache, wir sind am Ende da. Und das sind wir jetzt. Die Prüfung machen wir in Part 2. Und dann meldet sich das gesamte Fox-Team. Also nicht verpassen. Es wird geil, also bleibt dran. Und ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.